Willkommen beim Schutzsystem HEV Mark IV für den Einsatz unter gefährlichen Umweltbedingungen. HEV Mark IV? Abprallabsorptionspanzerung aktiviert. Mhm. 5% Sensoren für atmosphärische Verschmutzung. Energie wird hier auf Überwachung der Lebenszeichen aktiviert. Überwachung der Funktionsvorräte. So, jeden hat das geklärt. Wollen wir mal zur Musik abchecken gehen hier. Wohin auch immer, ich weiß es nicht. Wohin müssen wir? Gab's noch einen anderen Weg? Nee. Ja, danke, wünsche ich dir auch einen schönen, sicheren Tag. Das sieht gut aus. Entschuldigen Sie, Freeman, aber im Moment bin ich ziemlich beschäftigt. Mhm. Gehen wir mal hier lang. Schön, Sie zu sehen. Scheint heute heiß herzugehen. Jetzt hat doch schon wieder jemand meine Brille versteckt. Die Musik macht einen ein bisschen hyperaktiv, hab ich das Gefühl. Und damit ist sie aus und wir betreten Security Clearance Level 3. Los geht's, den Security-Bereich. Leute, wozu baut ihr eine Schleuse, wenn ihr dann beide Türen gleichzeitig aufmacht? Das ist ein bisschen sinnfrei. Nun denn, ist auch egal. Wir betreten einen weiteren sehr spärlich eingerichteten Gang. Und schauen mal, wo wir hinkommen. Oh ja, schön. Transportzentrale. Alle Systeme sind pünktlich. Ja, jetzt nicht. Ich muss mir erstmal hier die Bilder angucken. Safety, ja. Das Bild davor hat mir besser gefallen. Blackmaster Security Force. For America. Der Damm, ja, den werden wir dann später auch noch sehen, das weiß ich. Und diese Canyons, die werden wir ebenfalls noch betrachten können. Finde ich ja viel schöner als hier diese Forschungseinrichtung. Ich glaube, drüben hängt dasselbe, oder? Nee, doch nicht. Gucken wir uns zumindest noch alles an. Helikopter und Dingens und die Roboter und auch Working as a Team. Diese Wissenschaftler haben wir ebenfalls schon gesehen. Nun denn, achso, Knopf wäre gut. Nehmen wir doch einfach den Knopf. Und dann hinab ins Kellerloch. Sobald ich den Schalter gefunden habe. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich weiß natürlich so ungefähr den Plot, ich weiß so ungefähr, worum es geht, aber wenn es dann darum geht, irgendwelche speziellen Wege zu finden, dann werde ich mich darauf verlassen müssen, dass meine Intuition mich irgendwie an die richtige Stelle führt oder dass ich mich einfach durchschieße. Glück habe, hier ist schon mal gut, dass wir eine Leiter haben, das wird ja später bestimmt noch wichtig. Hi! Bitte lassen Sie mich in Ruhe, bis das Experiment abgeschlossen ist. Entschuldigen Sie, Freeman, aber im Moment bin ich ziemlich beschäftigt. Ja, ihr seht auch so aus, ist klar. Glauben Sie nicht, dass wir diese resonanzdämpfenden Faktoren noch einmal durchrechnen sollten? Wer kann das schon sagen? Also sicherheitshalber dürft ihr es nochmal machen. Diese Abriegelungsparameter sind immer noch korrekt. Ich bin ja schließlich derjenige, der reingehen muss. Und das hier sieht auch nicht allzu sehr nach Arbeitssicherheit aus. Aber nun ja, sagen wir mal nichts zu. Und gehen einfach weiter. Ja? Albert Einstein Nummer 3000. Ich will jetzt nicht gestört werden. Ach, alle so unglaublich unfreundlich. Sollten Sie nicht schon seit einer halben Stunde hier sein? Ja, ich war heiß. Sie sind also wahnsinnig unfreundlich hier, das ist unglaublich. Tut mir leid, ich bin im Dienst. Ja, ich auch. Und auf Arbeit darf man nicht reden, oder wie? Ach Mann, Leute. Was ist das denn? Gut, halten wir uns nicht zu lange auf. Wir wollen ja schließlich irgendwann zu einem Ende kommen hier. Mit diesem Arbeitstag und wollen das Experiment irgendwann durchgeführt haben. Nicht wahr, meine Freunde? Hi. Freeman, da sind Sie ja. Wir haben die Probe gerade in den Testraum geschickt. Wir haben den Antimateriespektrometer bis auf 105% hochgeschraubt. Ist ein bisschen gefährlich, aber wir brauchen die zusätzliche Energie. Die Verwaltung will unbedingt eine aufschlussreiche Analyse von der heutigen Probe. Wahrscheinlich hatten Sie ziemliche Probleme, das Material zu bekommen. Schön. Sie werden schon erwartet, Freeman, im Testraum. Ja, ist gut. Ich finde ja die Synchronstimmen wahnsinnig geil, vor allem, ja, wie er den Mund dabei noch so schief gehalten hat. Und der da hinten hat so eine schnöselige Stimme so ein bisschen, ne? Das ist so ein bisschen, wie wenn ich irgendwelche Ökos nachmachen will, nicht wahr? Sie werden ganz einfach warten müssen, bis der Test abgeschlossen ist. Ja, voll. Sollten Sie nicht schon seit einer halben Stunde im Testraum sein? Ach ja, ich glaube, ich höre auf, die Leute anzureden. Das wird ja eh nichts hier. Sieht unsicher aus. Ja, in dieser Anlage... Was zum Teufel ist mit unseren Geräten los? Das sollte doch überhaupt nicht passieren. Mhm,
Und an dieser Stelle sollte man das Experiment vielleicht abbrechen. In dieser Anlage möchte ich unbedingt experimentelle Neuerkundungen machen. Also experimentelles Neuland betreten, von dem keiner weiß, wie die Reaktionen sein werden dabei. Hallo? Darf ich irgendwie nicht? Oder... Leute? Leute? Ich muss durch die Tür. Ach, Schalter. Ja. Ich frage mich, ob ich den Test nochmal mache. Gut. Ein sehr interessant gestalteter Aufzug, mit dem wir dann mal jetzt... Knopf. Ach, ich und die Knöpfe. Man musste natürlich auch sehen können. Das ist ja unglaublich mit mir. Da geht's noch gar nicht richtig los und ich stelle mich schon ziemlich trottelig an. Entschuldigen Sie, Freeman, aber im Moment bin ich ziemlich beschäftigt. Ja, ich weiß doch. Ich will jetzt nicht gestört werden. Erich Honecker ist auch da. So, dann schauen wir mal. Wir sollten ja jetzt so langsam mal endlich ankommen. Hoffe ich. Yeah. Ich fürchte... Wir folgen heute nicht ganz den standardmäßigen Analyseprozeduren, Freeman. Na toll. Schon, aber mit gutem Grund. Eine solche Gelegenheit haben wir schließlich nur selten. Hier handelt es sich um das reinste Material, das wir je gesehen haben. Und das potenziell am wenigsten stabile. Was soll's? Wenn Sie die Standardprozeduren bei der Eingabe beachten, ist alles in bester Ordnung. Ich verstehe nicht, wie Sie das sagen können. Gut, ich gebe zu, dass die Möglichkeit eines Szenarios, in dem sich die Resonanz aufschaukelt, extrem Ich bin sicher, dass Freeman das alles absolut nicht interessiert. Er ist schließlich ein bestens ausgebildeter Profi. Und wir haben der Verwaltung versichert, dass nichts schiefgehen wird. Gut, Sie haben ja recht, Freeman. Wir haben absolutes und völliges Vertrauen in Sie. Mhm, danke. Also los, lass mich doch endlich reingehen. Zum Glück bin ich ja auch nicht derjenige, der dann da drinnen stehen muss, ne? Und das ist die Kammer des Schicksals. Sie sieht schon aus wie so eine Folterkammer irgendwie, habe ich das Gefühl. Möchte man hier sein? Ich glaube nicht. Gut, dann schauen wir mal. Kommen wir drüber? Nein. Oder vielleicht doch? Ja, vielleicht auch nicht. Wir nehmen einfach mal den Weg. Ich nehme zumindest mal an. Test! Ich höre dich! Es scheint alles in Ordnung zu sein. Ja. Kann losgehen. Freeman, der Schutzanzug dürfte für alle Eventualitäten ausgerüstet sein. Sie erhalten das Material in wenigen Augenblicken. Wenn Sie so gut wären, da raufzuklettern und die Rotoren anzuwerfen, können wir den Antimaterie-Spektrometer auf 80% bringen und diesen Wert halten, bis der Behälter ankommt. Unbedingt. Spektrometrie ist eigentlich... Was wollt ihr hier eigentlich machen? Ihr wollt die Antimaterie untersuchen, oder wie? Also mit dem Spektrometer machst du normalerweise Analysen. Hören Sie nicht, was ich sage. Ja! Hören Sie auf und starten Sie bitte die Rotoren. Ist doch gut, ja. Lass mich doch mal fachsimpeln, Mensch. Okay. Läuft. Sorgt für Ohrenschmerzen. Damit können wir runtergehen. Jetzt machen wir weiter. Energie für Transmitterphase 1 in 3, 2, 1. Die Phasenanordnung scheint stabil zu sein. Schauen wir uns mal aus der Nähe an, oder? Oh, nicht zu weit. Phase 2, Aktivierung. Oh. Jetzt. Oh, das hätte mir einer sagen müssen. Freeman, wir wissen nicht, wie lange das System auf diesem Level funktionieren kann, oder? Ja, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall bin ich gestorben. Noch bevor die ersten Gegner kommen. Sehr gut. Ich wollte es mir eigentlich nur mal aus der Nähe anschauen. Ich dachte, es wäre in Ordnung, aber offenbar dann ja doch nicht. Muss ich jetzt erst wieder bedrücken? Nee. Test! Komm, wir machen... Es scheint alles in Ordnung zu sein. Okay, dann machen wir doch noch nicht los. Also gut, Freeman. Der Schutzanzug dürfte für alle Eventualitäten ausgerüstet sein. Sie erhalten das Material in wenigen Augenblicken. Wenn Sie so gut wären, da raufzuklettern und die Rotoren anzuwerfen, können wir den Antimaterie-Spektrometer auf 80% bringen und diesen Wert halten, bis der Behälter ankommt. Ja, kann losgehen. Ich gehe mal wieder runter und stürze mich erneut in den Tod oder so. Nein, natürlich nicht. Ich wusste ja nicht, dass der so eine Püppi ist. Ich dachte, der Anzug ist für alle Eventualitäten gerüstet. Dann scheinbar ja doch nicht. So. Sehr gut. Jetzt machen wir weiter. Kommen wir hier hoch? Energie für Transmitterphase 1 in 3, 2, 1. Feuer! Die Phasenanordnung scheint stabil zu sein.
Okay, ich warte auf Neuerungen. Transmitter Phase 2, Aktivierung, jetzt. Oh, es flimmert schön. Freeman, wir wissen nicht, wie lange das System auf diesem Level funktionieren kann. Mhm. Oder wie lange die Auswertung dauert. Machen Sie bitte so schnell Sie können. Was soll ich denn machen? Also es sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Das ist schon mal... Hochkondensatoren bei 105%. Was soll ich tun? Sag ja, mal. Es ist wahrscheinlich kein Problem. Vermutlich nicht, aber ich habe eine kleine Abweichung in... Nein, doch nicht. Jetzt ist wieder alles im vertretbaren Bereich. Die Sequenz läuft weiter. Ich erhalte gerade die Information, dass das Material bereit ist, Freeman. Sollte jetzt jeden Augenblick zu Ihnen hochkommen. Schauen Sie mal im Ausgabeschacht nach. Wo ist der? Ach da, okay. Alles klar? Gut, wenn ihr mir noch sagt, was ich tun muss damit, dann geht's los. Einfach reinschieben, in Ordnung. Dann tun wir das. Ja, ja, ich weiß doch, dass ich nicht rein darf. Alter! Das sieht nicht gut aus, ehrlich gesagt. Der runterfallenden Steine zum Experiment dazugehört. Au. Verdammt nochmal, was ist hier nur los? Was zum... Unvorhergesehene Konsequenzen. Wir leben! Zum Glück. Ich glaube, das lief nicht so wie gedacht, nicht so wie erhofft. Aber wir leben ja zum Glück, was ich sehr erstaunlich finde, denn wir standen ja mitten in der Scheiße drin, als sie passierte. Na gut. Ihnen hat es dafür ein bisschen mehr getroffen hier, das tut mir natürlich sehr leid. Aber so ein bisschen seid ihr selbst schuld. So, kommen wir hier noch irgendwie raus? Na danke. Das. Ja, halt, hier, halt, ja. Schnell los. Kann ich helfen? Scheinbar nicht. Sorry, Mann. Oh. Wieso hat es eigentlich alle außer ihm erwischt hier? Und was hat sie erwischt vor allem? Sollte die Strahlung nicht eigentlich innerhalb des Raums eingedämmt bleiben? Ich hätte gedacht, das wäre der Sinn des Ganzen gewesen. Aber na gut. Schauen wir mal, was oben passiert ist. Überall sind die Scheiben zerborsten. Geht's euch gut? Warum haben Sie bloß nicht auf mich gehört? Mich gehört haben versucht, Sie zu warnen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals eine Resonanzkaskade sehen würde. Und schon gar nicht, dass ich selbst eine verursachen würde. Freeman, Sie leben noch. Ja. Im Himmel sei Dank für diesen Schutzanzug. Ich habe Angst, ihn zu bewegen und alle Telefone sind tot. Sehen Sie zu, dass Sie so schnell wie möglich an die Oberfläche kommen und sagen Sie irgendjemandem, dass wir hier unten festsitzen. Sie werden mich brauchen, um die Retina-Scanner zu aktivieren und auch der Rest des Teams wird Ihnen mit Freude helfen, da bin ich mir ganz sicher. Na dann, komm mit. Tja, da gehen unsere schönen Zuschüsse hin. Seid ihr irgendwie selbst dran schuld, würde ich sagen. Komm, komm, komm. Na gut. Wenn ich dich... Wow. Wenn ich dich wirklich brauche? Bist du denn für ein Putziger? Bist du knuffig oder was? Du bist ja ein Knuffiger, das ist ja niedlich hier. Kannst du mir sagen, wo die und so herkommen? Habt ihr einen Zoo aufgemacht? Der Dimensionsraum überträgt definitiv organische Materie. No shit. Okay, wir haben es schon gehört, Dimensionsgraben. Wir haben also einen Teleport in eine andere Welt aufgestoßen. Und da haben wir dieses knuffige Getier her.
So, ja, dann bleibt mal hier, genau, kümmert euch um deinen Kollegen. Ich schau dann mal weiter. Wow.